Hallo und herzlich willkommen zurück. Naja, nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic. Da hatte ich gerade einen kleinen Frosch im Hals. Man hört ihn vielleicht. Ribbit, Ribbit. Hat man schon mal. So, wir sollen wieder mit Carter reden. Nicht dem Schmusekater, sondern mit Carter Nia. Die Software für die Laserbohrer ist fertig. Sie sollte die Genauigkeit steigern, aber wir haben noch nie mit Markep-Geräten gearbeitet, also... Achtung, alle! Die Besprechung beginnt. Karipaka Yangnaya, Harakam Serkmera. Nibaga Klamka, Gakyam, Glagnimu Amya Galak. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wie lange braucht ihr, um sicher zu sein? Und was wollt ihr von mir? Nanikara Mirek Agam, Ja Uklebek. Das Problem ist, dass sich unser Team mit diesen verfluchten Dingen nicht richtig auskennt. Wir brauchen Experten, Ingenieure und Leiter, die die Minenlaser nach unseren Vorgaben bedienen können. Also Einheimische. Die Bewohner von Markep kennen diese Maschinen besser als jeder andere. Wo finden wir Arbeiter? Das ist das Problem. Seht. Hier ist der Archon an das Kommando des Phobium-Trupps. Die imperialen Streitkräfte sind verzweifelt. Und ich glaube, sie versuchen noch möglichst viel Isotop 5 abzubauen, bevor der Kern explodiert. Aber die Imperialen brauchen Hilfe. Eure Leute sollen alle Ingenieure der Ebene 7 und darüber in Schutzhaft nehmen. Er irrt sich bei unserem Ziel, aber das spielt keine Rolle. Der Archon hat die Leute, die wir brauchen, durch Tarnkommandosöldner entführen lassen. Entschuldigung. Ja, der Archon ist eigentlich das Problem. Dieser Hutte wird uns nicht in Ruhe lassen. Wir müssen uns um ihn kümmern, und zwar bald. Ich sehe, was ich noch über ihn herausfinden kann. In der Zwischenzeit wissen wir, wo die Arbeiter festgehalten werden. Der Phobium-Trupp ist ein inoffizielles Team aus Regulator-Söldnern. Attentäter, die die Hutten mit Kybernetik gekauft haben. Sie halten die Arbeiter in Bebenschutzräumen fest. Einige Chefingenieure, die entkommen konnten, haben sich einer republikanischen Flüchtlingskarawane angeschlossen. Es wird nicht lange dauern, bis der Phobium-Trupp sie auch erreicht. Ja, das ist ja mal was Neues. Leute retten. Ich habe nicht oft die Chance, Zivilisten vor ihren Unterdrückern zu retten. Das könnte interessant werden. Eine Sache noch. Wir entschlüsseln immer noch den Befehl, aber anscheinend hat der Archon einen Isotop 5-Droiden geschickt, der dabei helfen soll, die Karawane zu sichern. Nur, um die Sache ein wenig zu erschweren. Ich bleibe von hier aus mit euch in Kontakt. Lasst uns wissen, wenn ihr etwas braucht. Ja. Muss ehrlich zugeben, Freunde, mittlerweile werde ich doch ein bisschen müde. Bin jetzt mittlerweile 6 Stunden. Knapp seit 6 Stunden. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Star Wars am Spielen und am Aufzeichnen. Aber von nichts kommt nichts. Es ist vollbracht, Meister. Weiter geht's. Ich denke, dass Sie sehr zufrieden sein werden. Ich möchte ja, dass mein Kanal auch Abwechslung bietet und nicht nur Conan Exiles. Auch wenn es der Haupterfolg für meinen Kanal ist, möchte ich natürlich auch andere Projekte haben, die interessant sind, die unterhaltsam sind und die natürlich auch Abwechslung mit reinbringen und natürlich auch variieren zu dem, was man sonst so kennt. Na, kommen Sie runter? Nein. So, alles richtig einsortieren.
Ich denke auch, dass das für heute die letzte Folge sein wird. Ich hoffe natürlich, dass wir da dann bereits diverse Fortschritte gemacht haben. Wie gesagt, dass wir uns Marcap dem Ende nähern. Denn hier noch richtig? Ja. Lass uns mal drauf ankommen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Jetzt war ich gerade mal kurz ein bisschen... konfus. Aber ich weiß noch nicht. Also wie gesagt, ich rechne damit, dass das jetzt erstmal die letzte Folge für heute sein wird. Aber meistens halte ich mich eh nicht dran und mach mehr. Bitte, wir haben alles getan, was ihr verlangt habt. Nicht eure Schuld. Ich habe neue Befehle, euch zu erledigen. Was? Geht zur nächsten Minenplattform. Dort seid ihr in Sicherheit. Ein Sis hat uns gerettet. Oh, ja. Diese Regulatoren haben sich aber auch selten dämlich angestellt, ganz im Ernst. Sie hören, dass die Türe aufgeht. Sie hören ein Laserschwert, das mit einem lauten Zoom aktiviert wird. Und was machen sie? Ihr werdet alle sterben. Befehl ist Befehl. Ganz im Ernst. Gucken, ob die auch so deppert sind. Exakt. Geht. Die Söldner sind kein Problem mehr. Ich werde sie mit einem Team in Sicherheit bringen. Gut gemacht. Butaka, Butaka! Na gut, ich sage auch immer, spare in der Zeit. Soll uns also recht sein, wenn sie die so programmiert haben. Ein roter Kristall, den wollen wir natürlich einsammeln. Ich bin auch noch am Überlegen, wenn wir Marcap abgeschlossen haben, dass ich dann auch eben hier die H4-Quests mache. Allerdings offline. Was ist hier los? Ihr gehört nicht zu den Hutten. Nein. Sehe ich so aus wie ein Hutte? Zeigt ein bisschen Dankbarkeit. Wir bringen euch in Sicherheit. Es ist ein Privileg, euch bei der Arbeit zuzusehen. Bitte gern, Sergeant Bödereux. Macht es eins mit mir. Breche ein, Fels. Husch, husch. Jetzt legt er eine Bombe. Ich denke, er macht es stilsicher mit Machtanwendung. Und er legt eine Bombe. Ich nähere mich den Koordinaten der republikanischen Evakuierungskarawane. In Ordnung.
Sie besteht aus lauter Zivilisten, die vom Planeten fliehen wollen. Aber darunter sind auch drei Mitglieder des Bergbau- und Geologieausschusses der Regierung. Die klügsten Ingenieure auf Makeb. Holt sie da raus, dann sieht alles gut aus. Sie hatten eine Maschine dabei, ein gewaltiger Droide. Eine Isotop-5-Einheit, die in der Lage ist, die republikanische Infanterie niederzumetzeln. Vielleicht wird das Ganze doch noch interessant. Ich kann nicht. Wer seid ihr? Lasst mich eure Wunden versorgen. Naja, garantiert. Seid schuld. Nicht. Der Phobium-Trupp muss aufgeholt haben. Und unsere Informationen über den Isotop-5-Droiden scheinen korrekt gewesen zu sein. Seid extrem vorsichtig. Ach, das ist doch nur ein kleiner Isotop-5-Droide. Der Prototyp, der war wirklich hui. Der war mehr hui als hui. Kaboom! Ach, dich habe ich ganz übersehen, mit deinem Wirbel im Stab. So, da hinten muss ich mit jemandem sprechen, okay. Dr. Cherush. Bleib zurück, zurück! Ich habe Gerüchte gehört, dass die Imperialen auf Makeb sind. Aber hier geht es nicht um den Krieg. Wir bringen nur Zivilisten von dieser Welt. Ich suche keinen Kampf, Twi'lek. Die Hutten sind Feind genug für uns beide. Mit euch reisen drei Ingenieure. Ich will mit ihnen sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Komm! Es ist in Ordnung, Captain. Wenn ihr wollt, dass wir Minenarbeit für euch leisten, kommt ihr ein wenig zu spät. Es heißt, der Planetenkern sei instabil. Hier bricht alles auseinander. Ja, das macht nichts. Euer Fachwissen ist trotzdem gefragt. Das Imperium fordert eure Dienste. Folgt mir. Ich denke nicht. Diese Leute stehen unter meinem Schutz. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie entführt. Ihr habt keine Wahl. Nur unsere republikanische Eskorte. Bisher. Ihr wolltet uns. Wir ergeben uns. Ihr könnt es euch leisten, alle anderen vom Planeten entkommen zu lassen. Nee. Es darf keine Überlebenden geben. Sie werden ihrem Schicksal nicht entgehen. Unterstützungsteam? Wir sind hier fertig. Ich schicke ein paar Männer, um eure Rekruten abzuholen. Ich denke nicht, dass sie Ärger machen werden. Wenn ihr bereit seid, trefft uns an der Minenplattform. Der wissenschaftliche Trupp ist so gut wie fertig mit der Vorbereitung. Zeit, den Planeten zu retten. Wett ist dagegen, ist klar, aber macht nichts. Kehr zu Blabla zurück, okay? Müssen wir denn da eigentlich? Ich glaube, dahin müssen wir, ja. Zum Bohrbeobachtungsring.
hier sind wir richtig. Sehr schön. So, gucken wir mal, was Carter jetzt zu sagen hat. Ah, jetzt geht die Stimme schon weg. Sind alle hier? Mit eurer Erlaubnis beginnen wir dann mit der Besprechung. Nanikara Mirek Agam. Ja, uklebig. Die Isotop-5-Vorkommen in Makeps Kern erzeugen starke Gravitations- und elektromagnetische Felder. Bis vor kurzem haben diese Felder für das Gleichgewicht des Kerns gesorgt. Die rapide Extraktion von Isotop 5 hat dazu geführt, dass die Felder fluktuieren und der Kern destabilisiert wird. Jetzt zerreißt Makep von innen heraus. Nebaga imana, naki naya, bila magnan unya kamna lebek. Erzähl weiter. Nanikara mirek agam, ja uklebek. Der Mantel wird nicht genug Zeit haben, um vollständig zu brechen, bevor der Kern wieder in ein neues Gleichgewicht kommt. Die Beschleunigung wird dem Planeten hart zusetzen. Die Beben werden schlimmer werden und die Nachbeben werden Monate andauern. Die Tafelberge werden zerfallen, die Städte brennen und die freigesetzten Gase werden wahrscheinlich die Atmosphäre vergiften. Aber es bleibt nur das oder völlige Zerstörung. Es wird ein neues Makep geben, und wenn es vorüber ist, wird das Isotop 5 intakt sein und kann wieder abgebaut werden. Okay, was ist mit den Bewohnern? Verdammt die Bewohner dieser Welt. Vielleicht werden sie rechtzeitig evakuiert, aber sie können niemals zurückkehren. Sie haben ihre Erinnerungen, und das ist mehr, als die Hutten je geboten haben. Kambul Jaki Nanu. Kinama Ami Bina Wankam Karak. Das Timing ist perfekt. Die gesamte Bevölkerung flieht vom Planeten. Das schafft uns also bei der Arbeit die Hutten vom Hals. Aber der Ashon glaubt immer noch, dass wir versuchen, das Isotop abzubauen. Er hat seine Streitkräfte geschickt, damit sie die Laserbohrerplattformen blockieren. Alle seine Streitkräfte. Er könnte aber auch die Wahrheit ahnen. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich einmischt. Was, wenn er weiß, dass wir versuchen, den Planeten zu retten? Dann würde er die anderen Hutten davon überzeugen, die Evakuierung abzubrechen. Wir behalten die Kommunikation der Hutten im Auge. So sollten wir etwas erfahren können. Ihr solltet die Armeen des Archons bei 3 Bohranlagen zerschlagen, damit unsere Technikteams vorrücken können. Wir haben gesehen, dass Isotop 5-Droiden auf dem Weg zur nächsten Plattform sind. Wir konnten abhören, dass sie speziell auf euch als Ziel programmiert sind. Ihr solltet das als Kompliment betrachten. Okay, ich werde das machen, was ich am besten kann. Ich werde in den Kampf gehen. Der Ashon hat den Krieg erklärt. Ich bin eine Armee und ich werde siegen. Technikteams bereit machen zum Aufbruch. Für das Imperium. Lord Zytarat hätte sicher einen taktischen Rat gehabt. Aber alles, was ich sagen kann, ist, erledigt diese Widerlinge. Sehr, sehr schön. Jetzt hat sie keine Leku mehr. Nun gut, weiter geht's. Was sagt die Uhrzeit? 19 Minuten schon. Gut. Dann werden wir die Folge jetzt und hier beenden. Ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen hat, wie immer. Und ich hoffe natürlich noch mehr, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet. Und wenn sie euch gefallen haben, sagt euren Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, alle, die Star Wars mögen und gerne auf YouTube sehen. Erzählt ihnen von diesem Spiel, erzählt ihnen von meinem Kanal. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann demnächst bei einer neuen Folge mit noch mehr Leuten in diesem köstlichen Spiel wieder. Bis dahin, einen schönen Abend, macht es gut, tschüss.